Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute hier von meinem neuen Tisch aus habe ich noch eine andere Überraschung, denn es gab ja einen Grund, warum dieser Tisch hier überhaupt stehen sollte und das war ein wunderschönes Stück, mit dem wir Geschichte schreiben ab jetzt und zwar dieser Potato-Rechner. Ah ja. Und zwar der Orion 3000, den habe ich beim Mediamarkt-Shop geholt. Man muss an der Stelle sagen, der Mediamarkt hat mir dieses wunderschöne Teil, diesen Orion 3000 Potato zur Verfügung gestellt, damit ich wieder schön Reaction machen kann, damit ich hier diese Setup-Geschichte mal schön aufbauen kann und damit wir vielleicht auch mal livestreamen können. Auf jeden Fall gibt es wieder richtig geilen Stuff, wenn das Ding steht. Man kann wieder schön Videos schneiden. Mein alter Rechner, der ist einfach rest in peace, Bro. Er ist einfach durch. Er ist einfach richtig durch. Und deswegen bin ich richtig froh, dieses gute Stück hier in der Familie Baumi willkommen zu heißen. Es ist schön, dich hier zu haben. Ich würde sagen, wir packen dich aus. Ich habe ihn wirklich seit einer Woche oder so hier stehen. Ich habe es nicht geschafft, ihn auszupacken. Ich möchte ihn jetzt unbedingt sehen. Deswegen, ich musste auch sogar vorher, bevor ich ihn auspacke, erstmal diesen Tisch aufbauen. So, gucken wir mal. Hier sind ein bisschen... Wow, ein kaltgeräte Steckerkabel. So, holen wir das Baby raus, würde ich sagen. Ich habe meine Rechner eigentlich noch nie, einen Rechner im Laden gekauft bis jetzt. Ich habe immer Gebrauchte abgekauft. Das ist das erste Mal, dass ich einen Rechner wirklich auspacke. Das ist wirklich, wir schreiben hier Historie. Ich weiß nicht, wie das ausschaut, schon einen fertig zusammengebauten Rechner zu holen. Ich tue ihn jetzt mal runter und dann ziehen wir das gute Stück mal raus. Okay, was ist das hier alles? Vielleicht noch Tastatur oder sowas? Direkt mal alles zerlegen hier. Da ist noch ein Paketchen. Und da ist er schon. Ja, es sieht sehr klein und fein aus, muss ich sagen. Na komm, Baby. Na komm. Komm, trau dich. Das ist dein neues Zuhause. Guck dich um. Schau. Ach so, ja, du bist ja noch. Warte, ich hol dich hier raus. Und da ist er. Hallo, mein Kleiner. Na, hallo, du kleiner Potato. Du bist ein großer Potato, oder? Du bist der ganze große Potato. Ja, Entschuldigung. Ja, dieser Potato wird jetzt fachmännisch vorgestellt. Er hat auf jeden Fall richtig geile Geschichten drin. Ich sehe hier ein HDMI. Das muss wohl so eine ziemlich neue Technik sein, um Bild zu übertragen, würde ich sagen. Intel Core i7 Tenth Gen. Ne, also der ist auf jeden Fall aus Genf. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Die Specs hauen wir auf jeden Fall mal raus. Aber gucken wir uns erstmal die Optik an von diesem kleinen Baby hier. Ich würde dich gerne anschließen, aber ich traue mich nicht. Also ich würde es dann erst gerne aufstellen mit Monitor und so und dann dich erst anmachen. Ich will dich dann auch direkt hochfahren. Mann, das ist so ein nice Booty. Nice Booty. Also es ist jetzt auch nicht mega spektakulär bis jetzt. Also es ist jetzt kein Glasgehäuse oder sowas. Aber mir geht es ja auch wirklich eher um die Power. Dass man sagt, ich habe mal wieder was, mit dem ich richtig arbeiten kann. Also RGB ist auf jeden Fall drin. Also es wird schon lustig. Wi-Fi ist verbaut. Es ist das erste Mal, dass ich einen verbauten Wi-Fi habe. Ich habe noch so richtig alte 2,5 GHz Sticks von Fritzbox, falls ihr die kennt. Ich habe noch keinen Rechner mit Wi-Fi integriert. Vielleicht läuft es dann auch ein bisschen besser. Ich habe aber natürlich für das komplette Set auch noch ein DLAN am Start. Ich habe mir alles besorgt, was man so haben muss. Oh, ich sehe, hier vorne geht der auf. Da verbergen sich nochmal. Oh mein Gott, wir sind endlich da angekommen, wo wir sein müssen. Es ist ein USB-C-Stecker drin. Klar, das normale Headset, das könnte man jetzt hier in diesen wunderschönen Tisch auch zum Beispiel weiterleiten. Aber ich habe alles, was ich habe, eigentlich kabellos oder über USB. Grüße gehen raus an GBL. Und genau, hier auch ein, sieht nach einem 3.0, er ist rot, deswegen ich kann es nicht genau deuten, aber ich denke, es ist ein 3.0 USB. Hier oben haben wir auch nochmal soundtechnisch was, oder was ist das? Was ist das? Was bist du denn? Wie siehst du denn aus? Leute? Vielleicht ist das die Antenne. Nee, ich weiß es. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bin ich dumm. Ah! Okay, ich verstehe. Ich zeig's euch. Für die, die nicht, die genauso unwissend sind wie ich, für die zeige ich das jetzt noch schnell, für was das ist. Kurzen Moment.
Dafür. Dann kannst du dein Headset endlich hinhängen, wenn du vom Rechner weggehst und es liegt nicht mehr so dumm auf dem Tisch rum. OMG! Ich liebe dich. Es ist so einfach und es ist so sinnvoll und es ist so nützlich. Das waren alles die gleichen Pseudonyme für das gleiche Wort, aber naja, ja, schön. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich. Hinten haben wir bei den guten Stück auch nochmal USB 3.0, 4 Stück. 2.0 USB, klassisches Zeugs, 2 Displayports, 3 Displayport-Ausgänge und ein HDMI. Geile Geschichte. So, Baby, dann wird es Zeit, dich dann mal zu starten. Also das gute Stück hat jetzt nochmal, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, hat einen i7 der 10700er Serie CPU i7 drin von Intel. Ist das nicht ein geiles Teil? Oh, du bist so schnell. 32 GB Arbeitsspeicher, damit kann ich auch endlich mal richtig zocken, richtig schneiden, richtig geil. Die GeForce GTX 2070 sogar als Super Edition mit 8 GB Grafikkartenspeicher. Richtig geil. Logischerweise ist natürlich hier Windows drauf, die 64-Bit-Version ist jetzt nicht ohne. Also ich finde es geil, dass Windows dabei ist. Man kann sie auch so kaufen, aber es ist halt ganz geil, wenn es dabei ist. Tastatur und Maus sind auch dabei. Die packen wir gleich aus. Es ist auch eine schöne große SSD mit 1 Terabyte drin für die Standardsachen oben. Meine andere Festplatte, ich hatte mal eine SSD sogar nachgekauft für meinen Rechner und die ist halt jetzt einfach auch schon wieder, das waren 128 GB, da waren die noch sauteuer. Das ist dann einfach nervig, wenn die auch voll ist. Dann wird auch ein SSD-Festplattensystem sehr langsam, wenn es einfach voll ist. Das ist einfach so. Deswegen. Aber ich würde sagen, wir bauen mal alles auf und dann let's go, oder? Ich bin jetzt aber schon noch gespannt, wie die Tastatur ausschaut, muss ich sagen. Sie hat schöne Shortcut-Tasten. Oh mein Gott, Leute. Ich sehe gerade, ich muss das von vorhin zurücknehmen. Es ist einfach mal ein Glasgehäuse dabei, wenn du eins willst. Wenn du es businessmäßig aussehen lassen willst, dann einfach das Normale lassen. Und ansonsten ist noch eine Glasseite dabei. Krass. Oh mein Gott, das heißt wieder basteln. Das hat immer doch wieder 10 Minuten. Scheiße. Okay, let's go. Okay, Bros und Brosinchen, wir probieren mal unser Bestes. Ich weiß jetzt auch gar nicht, auf welcher Seite. Vielleicht soll ich mal so kurz in die Anleitung reinklotzen oder so. Ich habe mein Werkzeugkit am Start. Ich habe da nicht eins, das habe ich mir damals in der ersten Corona-Welle gekauft, um die PlayStation aufzumachen, um die Wärmeleitpaste auszutauschen. Deswegen, Leute, man glaubt es gar nicht, ich bin ausgerüstet. Das ist nicht normal bei mir, aber ich habe ein bisschen was. Ja, schön verkabelt, die GeForce hier am Start. Oh, abgedeckt auch nochmal, finde ich auch ziemlich gut. Wie kriegst du das hier drauf? Ich habe es noch nie gemacht, Leute. Hier hin. Das sind vorgefertigte Schrauben, die hier da reinkommen. Oh, sieht das geil aus. Schraubi 2. Oh, das läuft ja richtig gut. Leute, war noch nie so einfach. Krass. Ja, das war's auch schon, ne? Und zack, habe ich hier ein geiles Gehäuse. Stissel. Natürlich ist hier noch nichts perfekt, aber passend zu dem guten Stück ist hier natürlich noch, habe ich meinen Acer-Monitor jetzt mal runtergeholt und runtergeholt. Ich würde sagen, wir starten gemeinsam das erste Mal diesen wunderschönen Brithader Orion 3000. Er ist rot, grün. Okay, er hat RGB-Beleuchtung drin. Richtig geil. Vorne auch. Oh, da kann man richtig schön was machen. Oh, er hat alles drin. Oben noch eine Beleuchtung drin, die runterleuchtet, auch geil. Und da steht schon Brithader. Ah, ist das nicht wunderschön? Ja, jetzt heißt es natürlich klassisch Windows einrichten. Und dann, ja, würde ich sagen, mache ich den jetzt mal. Leute, es leuchtet auch. Ich glaub's nicht. Es leuchtet alles. Ja! Ja, das heißt jetzt Windows klassisch einrichten, erstmal alles fertig machen. Und ich würde sagen, vielen Dank an der Stelle, dass ich dieses tolle Teil hier benutzen darf. Es geht bald weiter, wenn ihr Bock habt, mit dem nächsten Teil. Und zwar, wir machen alles schön. Phase 3 des Umbaus Keller mit Rechner und so weiter und Streaming-Set. Jetzt sieht es ja schon langsam richtig geil aus. Leute, ich werde ein richtiger Setup-Instagrammer, glaube ich. Oh mein Gott, ich habe ja direkt WLAN drin. Geil.
Okay, ich richte das gute Stück ein und wir machen dann die Tage weiter mit hier mal richtig schön machen. Ich habe ein bisschen Setup und so. Ich habe ein bisschen was von Elgato, was wir noch auspacken, ein Mikrofon und so weiter und so fort. Und dann wird das hier richtig geil. Es wird richtig geil. Ja, ich freue mich. Geil. Vergesst nicht zu liken und ein Herz da zu lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.